Servus Leute und willkommen zurück zu Turmöl. Ja, ihr hört es schon, Katastrophe perfekt wieder mal. Das ist nämlich die nächste Katastrophe da gleich. Wenn ich jetzt da nicht einen Wagen hinplatzieren kann. Einen zweiten gleich. Da haben wir auch schon wieder eines. Oh mein Gott. Ich verbock das so bei den Sachen. Auf das denke ich teilweise nachher nicht, wenn dass ich da ja viel mehr Pferde oder sowas brauche, wenn ich so weit Distanzen habe zwischen denen. Und dass die jetzt wahnsinnig schnell saugen, da die eine Leitung, durch dass ich die voll upgradet habe schon, ein Mördervolumen ja raufbekommt. Oder raufbringt, sagen wir so. So, du bekommst jetzt mal da ein Upgrade. So, das hat, der hat kein Geld, wir haben kein Geld mehr für das. Eigentlich sollte ich die Leitung auch noch upgraden dann, weil sonst kriege ich das nicht leer. Es ist halt die Frage, wie viel da noch Öl drinnen ist. Das ist einmal leer, das schaut auch, wird auch hoffentlich bald leer sein. 94, der Preis ist halt auch nicht der geilste jetzt gerade. So, einlagern bitte. Ich krieg nicht einmal die. Jetzt habe ich das Problem, dass ich natürlich jetzt kein Silo mehr bauen kann. Muss ich machen. So. Die Leitung kann ich mir nicht leisten, die kann ich mir auch nicht leisten, gerade. Wir müssen es aber. Achso, es bringt ja nichts, wenn ich es mache. Weil ich es ja nicht einlagern kann. Scheiße! Das sind Riesenvorkommen dann noch. Ja, was soll ich machen? Ich muss jetzt verkaufen. Noch einmal Blow-up. Fahrt ihr bitte da jetzt hin. So. 1,7, 1,9, 1,11. So, der Preis ist da schon höher. Die sollen jetzt alle verkaufen. Das bringt sonst nichts. Da halte ich kurz einmal an, dass der nicht weiter pumpt. So, da bauen wir gleich die dicke Leitung. So, und jetzt lagert sie bitte wieder ein. Ja, ich krieg das nicht leer. Ich krieg die rechten wahrscheinlich nicht leer. Vermute ich jetzt einmal. Ich spule jetzt eh schon mit maximalem Speed vor. Im Dezember müssen wir nachher verkaufen. Komme, was wolle. Weil ich kann mir jetzt nicht einmal damals. Ich könnte da noch ein Silo hinsetzen. Weiß nicht, ob es sich auszahlt hat jetzt. Wahrscheinlich schon, weil sonst könnte ich jetzt nicht mit dem Preis über einem Euro verkaufen. Ich krieg die sogar fast leer. Das hätte ich jetzt nicht geglaubt. So, jetzt darf nur kein Blow-up mehr kommen. So. Was? 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 Soll ich noch irgendwas sagen jetzt? Gäh. Die scheiß Blow-Ups, die kosten so viel Kohle, einfach. 1% 4500. Ich hoffe, die kriegt mir jetzt eine Tausender, ein Tausender. Dass ich mich gern hab mit den Tausender. Auch mindestens 4.500 Darlehen. Ich habe da hinten einfach so viel.
Das wird zwar jetzt jeder haben wollen, schätze ich. Das Grundstück. Ja, doch nicht. Boah. Ich muss jetzt Kohle machen. 2, 3, 4. Bitte suchen. So, bitte. Das muss... So, das, der hat einen ziemlich geilen Punkt gefunden. 1, 2, 3, 4. 200er Bohrung. So, die haben da jetzt alle rechts gefunden. Das schaut jetzt mal nicht so schlecht aus. Wenn ich jetzt gleich die... Na, ist gerade vorbei. So, der sucht man mal. Die können dort verkaufen gleich einmal, dass ich die hier, dass ich mir den Bottich kaufen kann. So, der bekommt einmal den Zwischenlagerbottich. Eigentlich brauche ich da nichts mehr verkaufen. Da können wir 3 Stück rüber schicken. Ich muss jetzt Kohle machen. Wir müssen da jetzt irgendwie schauen, dass wir da ordentlich Kohle machen. So, da werde ich eine Hauptleitung nach oben legen, glaube ich. Das wird am sinnvollsten sein. 300er. So, verkauft mir bitte noch das bisschen, dass ich die Leitung hier legen kann. Von der legen wir dann auch gleich noch die Leitung darunter. Gut, perfekt. So, das machen wir mal Doppel-Upgrade. Der verzahlt nichts mehr, oder fast nichts mehr, sagen wir so. Die lagern wir mal ein. Das ist halt die Frage, was wir machen. Da drüben hat er was gefunden. Na, wir werden da jetzt das noch nicht machen. 2 lasse ich verkaufen fahren. Schick mal einen dritten auch zum Verkaufen. Ich brauche hier unbedingt noch einen Scan. Weil nicht, dass ich da hineinbohre in ein deppertes Lager dann, dass man vielleicht ein Gaslager ist und ich dann nicht zurechtkomme. Ich schätze mal, dass das da weiter herunten sein wird. Nochmal so ein großes. Das kann ich nie. Das sind da überhaupt ein paar Leute. Noch darüber mal bohren. Das würde ich über beide Leitungen laufen lassen müssen. Halt oben 2 Leitungen hin. So, bitte nichts mehr verkaufen. Einlagern. Jetzt ist halt die Frage. Ich bohre mal das hier so an. Der hat das noch nicht gefunden. Das ist nicht das. Bin irgendwo beim kleinen Preis jetzt nachher gleich einmal. 3 Stück verkaufen fahren, bitte. Ich werde da jetzt aber mal auf die 750er upgraden, dass die ein bisschen mehr Volumen kriegen. Bevor ich da einen Scan machen werde. Ich werde da hier oben jetzt noch einen Scan machen. Da ist noch eines. So, und jetzt schicken wir da noch einen in Auftrag. Die Ölvorkommen sind riesig da. Jetzt keine Frage. Nur das Problem, was ich jetzt habe, ist, wie ich die am sinnvollsten... Nein, das wollte ich jetzt nicht mehr. Wie ich die am sinnvollsten... Da drüben ist auch noch eines. Nicht gefunden. Das sind sogar mehrere. Wie ich die am sinnvollsten rüberbringe da. Nicht mehr verkaufen. 90 Cent. Das ist alles ein Scheiß da. Ich weiß jetzt nicht, wie ich die... Ich verbinde die. Der hat da drüben noch eins gefunden. Ja, das ist mir schon klar. Kann man das gerade nicht leisten. So. Wir brauchen da noch einmal. Ich brauche unbedingt den Bottich. Den großen noch einmal. Ich überlege gerade, ob ich die da drüben überhaupt machen soll.
die drei. Boah, der Preis ist alles, das ist sowas für Codes, das ist unglaublich. Da kriegen wir jetzt ein bisschen was weg. Aber wenn ich da jetzt anfange mit der großen zu bohren, dann... So, haben wir jetzt den großen mal hergesetzt noch. Einen bote ich noch. Der da drüben zahlt sogar schon mehr. Na, nicht mehr. Boah, ist das... So, jetzt muss ich den auch noch upgraden, dass ich das große Vorkommen da leer bekomme. So, jetzt saugt der mal alle. Ich weiß nämlich nicht, in welche Richtung, wieso der jetzt da rüber saugt und nicht so rüber. Oder saugt er, ist es ziemlich egal, wie das da angezeigt wird und das ist eigentlich eh wurscht. Ich könnte Zeit verlängern, extra Zeit kaufen. Brauchst du irgendwas? Etwas... Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich Zeit jetzt länger habe. Ich mache die Leitung darüber. Ich kann es mit einem Blow-Up vielleicht steuern. Scheiße. Das habe ich fast vermutet. Oh, ich bin voll. Ja, wie lange habe ich jetzt extra Zeit? So, alle 15, ich brauche die jetzt nachher zum Abfahren. So, jetzt habe ich da... Jetzt schieße ich das... Scheiße, 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 scheiße! Ich schieße jetzt das Öl gerade raus. Irgendwie. So, zwei dürfen nicht abfahren. Ich habe jetzt durch das Gasvorkommen da einfach, durch das eine das Öl rausgeschossen. Ich weiß nicht. Es ist zwar, ich habe jetzt November, warte mal. Steht jetzt? Nein, jetzt steht der letzte Monat. Ich glaube, das wird nur eine Zeit für Langsamer eingestellt oder so irgendwas. Keine Ahnung ganz genau, wie das funktioniert. Wir kriegen halt noch extrem geil gezahlt gerade. Das ganze Öl kriegen wir nie raus. Ich weiß ja auch nicht, ob ich dieses Mal Blow-Ups gehabt habe. Öl, weg mit euch dann. Nicht da, sondern ihr fahrt jetzt alle darüber. Wir können jetzt alle 15 transportieren. So. Puh, oben ist gerade ein Grafikfehler, oder? Hey, der dürfte da trotz... Warte mal, der Strie... Hä? Ich check jetzt gerade nicht, da ist oben so irgendwie so ein schwarzer Strich. Ich weiß nicht, ob das hier ist. Da wäre noch ein Vorkommen gewesen. Ich hätte das nie weggebracht. 38.000, gut gemacht. Endlich wieder ins Plus gekommen. Und da ordentlich jetzt. Drei Diamanten haben wir noch. Ich weiß nicht, ob das was jetzt gebracht hat so richtig. 1.100 kannst du mich gern haben, lieber Heinzi. So. Inventar kaufen. So, 2%. Wir sollten, sagen wir so, 18.000. Na, sage ich so 15.000. 2%, 15.000, mehr zahle ich nicht. Ist das eh schon viel. 14.700, passt perfekt. Haben wir jetzt 23%, das schaut gut aus. Stadtteile, Landauktion. Das sind Mördervorkommen. Ich will das Grundstück hier haben. Am liebsten, okay. Da ist er jetzt dort. Darf ich als Letzter oder was? Ah nein, ich habe schon geboten gehabt. Dann nehme ich... Nehmen wir mal das Vorkommen. Boah, die überbieten sich gerade geil. Bist du deppert? Ihr seid so dämlich. Der eine hat jetzt wie viel zahlt? 10.000, 10.000 und 6.000. Ihr seid sowas von dämlich. Jetzt darf ich ich darf nicht auf der Stadt verlassen, jetzt draufklicken. Weil sonst wäre das extrem rausgeschmissenes Geld gewesen. Ich schaue nur gerade, was für Upgrades wir noch machen könnten.
Maulwürfe können Gas erspüren, das interessiert mich eigentlich weniger. Die Abzweigungen wären interessant. Schnelligkeit. Es sieht so aus, als ob man durch schneller bohren kann, wenn man die Art der Bohrens ändert. Hä? Mach ich gleich einmal. Das habe ich noch gar nicht gesehen gehabt. Passt. Und ich würde zeigen, wie das nachher funktioniert und was uns das kostet, gerade am Anfang, das schneller bohren oder sonst was. Ob ich da irgendein Upgrade kaufen muss oder sonst irgendwie. Sehen wir erst im nächsten Part, wenn es hier weitergeht. Bei Durmöl. Bis dann. Tschüss.